Heyo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich komme gerade mehr oder weniger frisch aus dem Urlaub. Man sieht es vielleicht hier so ein bisschen. Ich habe einen dezenten Sonnenbrand mitgebracht. Nicht nur im Gesicht, ich habe auch auf dem Kopf ordentlich Sonnenbrand, habe ich festgestellt. Ich habe dummerweise, auf den Händen auch, eigentlich überall, ich habe dummerweise nie eine Kopfbedeckung getragen. Tut euch das nicht an, Leute. Wenn ihr anfällig für Sonnenbrand seid, so wie ich, mit heller Haut und hellen Haaren und so, geht niemals ohne Kopfbedeckung in die Sonne. Und vor allem geht niemals mit einem wenigeren Schutzfaktor als 50 ins Meer. Denn dann passiert euch sowas in der Art. Da. Ja. So sieht mein kompletter Rücken aus. Abgesehen von einer schönen weißen Strähne mitten auf dem Rücken, da geht eine schöne weiße Stelle darunter, wo ich meine zusammengebundenen Haare immer über dem Rücken hatte. Da ist dann so ein schöner heller Streifen und ja, dementsprechend tut mein Rücken auch ordentlich weh. Normalerweise habe ich die ganze Zeit immer nur, ey, geh mal weg. Normalerweise immer nur hier dieses Tuch umgeworfen, so über die Schultern und eigentlich, das ist so schön leicht, das tut dann nicht so weh auf dem Rücken. Kurzes Ausschweifen. Wie gesagt, ich komme frisch aus meinem Urlaub, war auf der kleinen Nordseeinsel Spiekeroog eine Woche lang mit meinem Bruder zusammen, habe da meine Mama besucht, bin jetzt wieder zu Hause, wie gesagt, mit ordentlich Sonnenbrand, so ziemlich am gesamten Körper. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt für alle, die einen sehr erholsamen Urlaub haben möchten und jetzt nicht so Halligalli à la Ballermann brauchen. Für die ist Spiekeroog bzw. diese ganzen Nordseeinseln da oben, auch Langeoog, Norderney und so weiter, eine sehr, sehr große Urlaubsempfehlung meinerseits, denn da ist wirklich. Da könnt ihr Ruhe haben ohne Ende. Es ist wirklich, ihr seid danach mega erholt, einfach weil Nordsee, Seeluft, Ruhe, Entspannung. Es ist einfach wundervoll. Also wirklich eine große, große Empfehlung meinerseits, falls ihr einen stressigen Job habt und wirklich mal ein bisschen Erholung und Ruhe braucht, geht da oben hin. So, was ich jetzt aber in diesem Vlog eigentlich ansprechen wollte, es tut mir leid, dass ich so viel um den heißen Brei herumrede. Normalerweise wollte ich diesen Vlog mit meiner mit meiner Vlog-Kamera aufnehmen, aber habe festgestellt, dass ich da A, die falsche Einstellung eingestellt hatte und B, dass einfach irgendwie, weiß ich nicht so gut rüberkommt hier. Ich bin wieder unscharf, glaube ich. Aha, jetzt haben wir's. Jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Das ist so typisch. Jedes Mal, wenn ich meine Kamera einstelle, dass die mich mal wieder im Fokus hat, dann habe ich den Faden verloren. Das ist immer das Gleiche. Ja, worauf ich natürlich eigentlich hinaus wollte, ist mein Kanal. Ich bekam während meinem Urlaub mehrere Kommentare auf meinem YouTube-Kanal bezüglich Harry Potter. Wann geht's weiter? Bring bitte mehr Harry Potter und so weiter und so fort. Also bezüglich wann geht's weiter mit Harry Potter 5? Es geht demnächst weiter. Das Problem, was ich nur habe, ist, dass mein PC vor kurzem nochmal so eine Art Reboot brauchte und unser Computermaskottchen, Technikfreak Cray, hier irgendwas an meinem PC gemacht hat. Ich musste alle Dateien saven auf meiner externen Festplatte und habe aber dummerweise die Speicherdateien meiner Spiele vergessen. Dementsprechend sind jetzt von sämtlichen Spielen, die ich damals gespielt habe, alle Speicherdateien weg und ich darf wieder von vorne anfangen. Bei Dark Project lustigerweise nicht, aber bei Harry Potter 5 leider. Das heißt, ich muss das Spiel jetzt erst nochmal bis zu dem Punkt, wo ich mit den Let's Plays aufgehört hatte, durchspielen und kann dann mit den Let's Plays weitermachen. Dementsprechend wird das wahrscheinlich ein Weilchen dauern, bis ich da jetzt wirklich weitermachen kann. Ich bitte um Entschuldigung, aber es wird auf jeden Fall weitergehen. Es ist nicht so wie bei Harry Potter 4, dass ich jetzt einfach aufhöre, weil ich das Spiel nicht mehr bis dahin durchspielen möchte. Ist falsch. Ich werde das auf jeden Fall nochmal spielen und werde bis zu dem Punkt dann weitermachen, an dem ich aufgehört hatte. Und ja, ich habe, als ich nach Hause kam, festgestellt, dass ich den 200 Abonnenten immer näher komme. Ich habe mittlerweile 196. Was ich sehr genial fand, ich habe mit, ich glaube, 91 oder 92 bin ich in den Urlaub gegangen, bin auch mit 92 wiedergekommen und in den letzten anderthalb Tagen habe ich tatsächlich 4 Abonnenten dazu bekommen. Ich weiß nicht, wie ihr mich alle findet und ich weiß nicht, wie ihr auf mich aufmerksam geworden seid. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Aber es freut mich, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen erstmal an alle neuen Abonnenten auf meinem Kanal. Ich hoffe, es sagt euch alles zu und ihr findet hier etwas, das euch gefällt. Und ich werde demnächst auch mal an einem Kanaltrailer basteln. Ich denke, bei knapp 450 bis 460 Videos sollte langsam auch mal ein Kanaltrailer kommen.
Und den werde ich mir demnächst auf jeden Fall zusammenbasteln. Was dann natürlich auch anstehen sollte, wäre eventuell ein 200-Abonnenten-Special. Allerdings habe ich überhaupt keine Ahnung, was ich da machen könnte. Ich hatte überlegt, den XXL Harry Potter Tag, den ich ja aufgenommen habe, als 200-Abonnenten-Special hochzuladen, aber das fände ich ein bisschen meh. Den wollte ich euch sowieso geben, also den hätte ich auch ohne 200 Abonnenten hochgeladen. Deswegen fände ich das scheiße, wenn ich den dann jetzt einfach so als 200-Abonnenten-Special betiteln würde. Nee, will ich nicht. Dementsprechend, falls ihr irgendwelche Ideen habt, irgendwelche Vorschläge, was ich als 200-Abonnenten-Special machen könnte, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt, was dabei rumkommt. Ich werde mir auf jeden Fall auch noch was überlegen. Also falls euch nichts einfällt, fällt mir ja vielleicht was ein oder ich frage mal in meiner Umgebung rum, was die Leute so sehen möchten. Wir schauen mal, wir finden schon was. Aber erstmal vielen, vielen Dank. Ich bin mega begeistert. Ich freue mich mega, wirklich. Das ist total toll. Um nochmal beim Thema Harry Potter zu bleiben, was ich euch eigentlich über meine Vlog-Kamera zeigen wollte, deswegen hatte ich primär das Video mit der Vlog-Kamera aufgenommen, ist ein Harry Potter RPG-Forum, das sich Hogwarts on Fire nennt und bei dem ich seit einiger Zeit Mitglied bin, das wirklich ein total... Das ist ein total tolles Forum. Ich wollte das auch vor langer Zeit schon mal vorgestellt haben. Vor langer Zeit, das klingt, als wäre ich schon 5 Jahre in diesem Forum. Nein, vor einigen Wochen habe ich mir schon mal überlegt, dass ich da eventuell so eine Art Vorstellung von diesem RPG-Forum und dieser Seite mache. Das werde ich auch auf jeden Fall noch tun. Es soll nicht unbedingt Werbung für dieses Forum sein, sondern ich möchte euch einfach nur ein bisschen näher bringen, wie das Ganze da funktioniert, weil das könnte auf Anfänger vielleicht ein bisschen verwirrend wirken, wenn man da das erste Mal drauf kommt. Ich zum Glück habe zuerst Kontakt zu einem Admin dieser Seite, beziehungsweise ich glaube sogar zu dem Admin dieser Seite gehabt. Und der hat mich dann auf das Forum aufmerksam gemacht und hat mich quasi durch diese ganzen Login-Charaktererstellungsgeschichten gelotst, mehr oder weniger. Deswegen war das für mich nicht ganz so schwierig. Für jeden, der aber noch nie wirklich so in so einem RPG-Forum war, könnte das ein bisschen kompliziert werden. Es gibt so eine Art Beginner-Tutorial-Video-Reihe, die man da dann finden und anklicken kann. Aber bis man die erstmal gefunden hat, ist auch wieder ein bisschen schwierig. Dementsprechend wollte ich euch die Seite ganz gerne mal vorstellen. Ich selber spiele momentan nur einen Charakter in diesem RPG und das ist der junge Sirius Black. Wer hätte es gedacht? ich bin ja so ein absoluter Marauders-Freak und ich muss sagen, es war schon immer ein kleines Träumchen von mir, mal in einem wirklichen Harry Potter RPG dann Sirius Black zu spielen. Egal, ob es jetzt der ältere, aus Azkaban entfleuchte Sirius Black ist oder der jüngere Marauders Sirius Black. Wobei letzterer mir wahrscheinlich sogar noch mehr zusagen würde. Dementsprechend war ich unfassbar excited, ich weiß gerade nicht, wie es aufgeregt, irgendwie so, dass da tatsächlich die Rolle des jungen Sirius Black zur Marauders Zeit noch frei war. Ich habe natürlich sofort meine Bewerbung dahin geschmissen und habe gesagt, hier, Steckbrief, da, nimm mich auf. Und die haben das dann tatsächlich auch gemacht. Ich spiele jetzt in dem Marauders RPG den jungen Sirius Black und bin wahnsinnig zufrieden mit dieser Rolle. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich habe zwar einen Remus, den ich an der Stelle vielleicht auch mal grüße. Hi, ich habe keine Ahnung, ob du meine Videos siehst, aber falls schon, das bin ich. Das ist dein Sirius. Und mit dem kann ich auch tatsächlich sehr aktiv das RPG schreiben und schreibe auch privat relativ viele Nachrichten mit ihm hin und her. Und wir hatten tatsächlich auch eine Zeit lang einen James. Aber der ist leider dezent inaktiv und hat irgendwie noch nicht so viel gepostet, was ich ein bisschen schade finde. Denn genau das ist es, weshalb ich den jungen Sirius Black so gerne spielen wollte. Weil ich diese Beziehung zwischen Sirius und James so gerne ausspielen würde. Naja, gut, vielleicht meldet er sich ja irgendwann nochmal zu Wort. Jedenfalls bin ich mega glücklich in diesem Forum. Es macht mega viel Spaß. Und es gibt zwei verschiedene Zeitlinien. Einmal die von 1996, sprich in Harrys 6. Schuljahr oder 5. Schuljahr. Nee, 5. Schuljahr. Genau, 5. Schuljahr ist das, glaube ich. Da gibt es halt diese Zukunfts-Harry Potter-Zeitlinie, in der ihr dann auch eigene Charaktere reinschmeißen könnt. Also ihr braucht nicht nur Charaktere aus dem Harry Potter-Universum spielen, sondern ihr könnt auch eigene Zauberer, Muggel, Fabelwesen, was auch immer erfinden. Und könnt da einen Steckbrief dann reinschmeißen. Und es gibt die Zeitlinie der Marauders, natürlich. Das spielt dann 1975, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls zur Zeit, als die Marauders und Severus und alle anderen eigentlich auch im 5. Schuljahr waren. Das so
zum Hintergrund dieses Forums, es ist ein RPG-Forum für Leute ab 15 Jahren und es gibt auch sogenannte FSK 18-Bereiche, in dem dann andere Dinge ausgespielt werden können, auf die aber dann tatsächlich auch nur 18-Jährige Zugriff haben. Ich lustigerweise noch nicht, obwohl ich mittlerweile fast 26 bin, wohlgemerkt. In knapp einer Woche oder etwas über einer Woche werde ich 26. Excited! Allerdings werde ich dann leider hier ganz alleine sein. Weil mein Freund ist immer noch in Indien und alle anderen sind weg. Mein Bruder muss arbeiten, der kann auch nicht vorbeikommen. Meine Mutter ist irgendwo im Norden auf Spiekeroog. Das heißt, ich werde ganz alleine meinen Geburtstag feiern. Aber was soll's. Ich schweife mal wieder ab. Jedenfalls, dieses Forum, da wird es nochmal ein gesondertes Vorstellungsvideo von geben. Da werde ich euch das Ganze nochmal näher führen. Besagter Remus und ich sind auch momentan am Planen, eventuell ein eigenes Forum aufzumachen. Denn wir haben da so Plot-Ideen, so bestimmte Story-Ideen, die wir ganz gerne umsetzen wollten. Und wir haben bisher noch nie ein Forum gefunden, das so wirklich unseren Vorstellungen entspricht. Und lustigerweise haben dieser Remus und ich wirklich dieselben Vorstellungen. Ich muss auch zugeben, ich bin kein großer Wolfstar-Shipper. Ganz ehrlich, wirklich. Ich mag dieses Pairing überhaupt nicht. Für alle, denen das nicht sagst, Wolfstar, sprich Sirius und Remus, wegen Remus Wolf und Sirius Sternbild und so, das ist ein Pairing, mit dem ich gar nichts anfangen kann. Denn meiner Meinung nach ist Sirius ein absoluter Weiberheld. Er ist nun mal jemand, der auf Frauen steht und der definitiv auch den Frauen hinterher rennt. Ich hätte beinahe hinterher hechelt gesagt, das hätte jetzt einen sehr interessanten Nebeneffekt gegeben. Nein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemals mit einem Jungen eine Beziehung anfangen würde. Was Sirius und Remus verbindet, ist klar eine Freundschaft, eine vielleicht auch sehr tiefgehende Freundschaft, aber keine so tiefgehende Freundschaft. Das fand ich dann ein bisschen hart. Und der erste Spieler von Remus, der hat in der Zwischenzeit übrigens gewechselt, by the way, der hat diese Wolfstar-Geschichte auch ausgespielt mit demjenigen, der vorher Sirius gespielt hat. Ich habe den übrigens auch von jemand anderem übernommen, sozusagen, der mit dem RPG bzw. von dem Forum dann weggegangen ist und damit aufgehört hat. Der hat tatsächlich dieses Wolfstar-Gedöns dann auch ausgespielt und war wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht davon, dass ich jetzt als neuer Sirius-Spieler das nicht mochte. Ich habe ihm gesagt, also die hatten im Steckbrief auch schon so angedeutet mit, ja, wir haben jetzt in den Sommerferien eine Beziehung angefangen und Remus und Sirius sind jetzt zusammen und so. Und ich habe dann einfach den Steckbrief ein bisschen umgeschrieben und habe gesagt so, ja, Beziehung mit Jungs ist nicht so meins und vielleicht Freundschaft und so und vielleicht distanziere ich mich dann wieder so ein bisschen von dieser Idee. Und prompt war der Remus weg und wir brauchten einen neuen. Und der neue Remus ist jetzt derjenige, mit dem ich immer schreibe, beziehungsweise diejenige, und wir verstehen uns super, weil wir beide nicht die so krassesten Worldstar-Shipper sind. Haben wir uns auch privat so ein bisschen ausgetauscht. Ich schweife immer so furchtbar ab, es tut mir sehr leid. Und deswegen haben wir uns privat ein bisschen ausgetauscht und haben dann bemerkt, dass wir beide irgendwie so Ideen haben, die wir ganz gerne umsetzen würden. Und Remus ist tatsächlich jemand, der, also der Spieler von Remus ist tatsächlich jemand, der dem wirklichen Remus relativ ähnlich ist. Finde ich sehr, sehr interessant auch. Und arbeitet viel zu viel. Innerhalb von der Woche, wo ich jetzt weg war, hat er, sie, wie auch immer, der Spieler, tatsächlich das Grundgerüst unseres eigenen Forums aufgebaut. Es ist allerdings trotzdem noch in den kleinsten Kinderschuhen. Also ich will jetzt noch nichts versprechen, wovon noch nichts da ist. Ich werde in diesem neuen Forum wahrscheinlich, da es auch wieder zwei verschiedene Zeitlinien geben wird, aber eine komplett andere Story als die eigentliche Harry Potter Story, darauf gehe ich mir später vielleicht auch nochmal ein, werde ich sowohl den jüngeren als auch den älteren Sirius Black spielen. Der jüngere und ältere Remus Lupin sind ebenfalls vergeben. Lily Potter ist vergeben. Und ich glaube, die Todesser Alecto und Amicus irgendwie, Caro heißen die, glaube ich, sind ebenfalls vergeben. Wie gesagt, die Story haben wir ordentlich über den Haufen geschmissen, aber wir sind momentan noch in der Aufbauphase dieses Forums. Vielleicht wird es das irgendwann mal geben, vielleicht werde ich dann auch irgendwann mal ansprechen, dass es dann unser eigenes Harry Potter RPG Forum geben wird, aber das wird wahrscheinlich noch eine ganze Zeit auf sich warten lassen müssen. Mein Gott, ich bin so furchtbar abgeschwiffen. Es tut mir wahnsinnig leid. Für den Fall, dass ich euch zu viel labere, schreibt mir das gerne mal als Meinung unten in die Comments. Was ich jetzt allerdings noch ganz kurz ansprechen wollte, war, der Hype ist groß, der Hype ist riesig, Harry Potter and the Cursed Child
Hat einer von euch denn das Buch schon gelesen oder habt ihr vor, es zu lesen? Wenn ja, wann? Und falls ihr es schon gelesen habt, wie findet ihr es? Ich persönlich habe es noch nicht gelesen, deswegen hütet euch zu spoilern. Ich warne euch. Keine Spoiler in den Kommentaren. Bitte. Ich habe es noch nicht gelesen, ich werde es aber wahrscheinlich irgendwann. Auch wenn ich zugeben muss, dass mich die Story nach Harry Potter nicht so sehr interessiert wie die Story vor Harry Potter, logischerweise. Ich war nie so der große Fan von dieser Post-Harry Potter-Geschichte. Allerdings ist es ein Teil von Harry Potter und dementsprechend werde ich es natürlich auch irgendwann lesen. Und momentan, mein Englisch ist jetzt nicht das überkrasseste und ich weiß nicht, ob es sich lohnt, das schon in Englisch zu kaufen. Also falls einer von euch es schon gelesen hat und mir sagen sollte, es ist super einfach zu lesen, mit Schulenglisch kriegt man das super hin, werde ich es mir vielleicht noch antun. Ansonsten wahrscheinlich eher warte ich dann auf September, wenn das Ganze dann wirklich in Deutsch rauskommt. September oder November, ich weiß es nicht genau. Gut, das wäre es dann eigentlich erstmal gewesen. Alles andere wird folgen. Nochmal kurz als Zusammenfassung, Harry Potter 5 geht weiter, definitiv. Ich muss es nur erstmal wieder bis zu dem Punkt spielen, wo ich aufgehört hatte. 200 Abo-Special. Das ist, glaube ich, eher das, was ich ansprechen sollte. Also, Harry Potter 5 geht weiter. 200 Abo-Special ist incoming. Allerdings weiß ich nicht, was. Vorschläge bitte unten in die Kommentare. Vielen Dank. Und Harry Potter Forum. Sorry. Harry Potter Forum. Vorstellungsvideo folgt. Jedenfalls sehr, sehr geile Seite. Empfehlung meinerseits für alle, die gerne Harry Potter RPGs schreiben möchten. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Dann Harry Potter and the Cursed Child. Wer hat's gelesen? Wer möchte mir gerne was darüber berichten? Wie gesagt, alles schön unten in die Comments rein. Wem das Ganze gefallen hat, der darf auch gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Würde mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Warum ist der Hintergrund fokussiert? Du sollst mich fokussieren. Los. Der Hintergrund ist im Vordergrund. Ich sehe das schon. Hallo. Way. Hallo. Hallo. Ich kriegte, ich habe kriegte, oh, dieses Deutsch. Ich bekam.